Servus Leute! In diesem Video stelle ich euch die Altama Maritim Assault Schuhe vor. Die habe ich in meinem Blog schon vor einiger Zeit angekündigt. Und ja, jetzt habe ich hier mal ein Video für euch gemacht. Die Schuhe gibt es in der Low-Variante. Haben die eben einen relativ niedrigen Schaft, die Knöchel sind frei. Und in der Mid-Variante, da sind die Knöchel bedeckt. Ist also ein bisschen höher geschnitten der Schuh. Sieht man hier jetzt gut 1:1 im Vergleich. Ansonsten sind die Schuhe von den Features her komplett gleich. Das heißt, die Sohle ist identisch. Das Außenmaterial, die Schnürsenkel, alles identisch. Deswegen stelle ich jetzt nur den einen Schuh vor. Hinten haben die Schuhe eine Öse. Da kann man die zum Beispiel mit einem Karabiner irgendwo an der Ausrüstung befestigen. Die Schnürsenkelösen sind aus Metall. Die Schnürsenkel sind flach. Dadurch kann man die Schuhe, weil sie allgemein sehr flach gehalten sind, auch unter Schwimmflossen tragen. Ich habe jetzt keine Schwimmflossen dabei, sonst würde ich das jetzt demonstrieren können. Die Einlegesohle, die mit den Schuhen kommt, ist aus Gummi. Ist gut, wenn man die Schuhe mit nassen Füßen oder barfuß benutzt. Aber wenn man die im Alltag benutzt, dann lieber eine normale Einlegesohle reinlegen, aus Filz oder sonst was. Dann sind die Schuhe auch im Alltag recht angenehm. Gemacht sind die Schuhe ursprünglich für maritime Operationen, das heißt aus dem Wasser aufs Boot. Das Coole an den Schuhen ist auch, dass das Außenmaterial Cordura ist und nicht irgendein Baumwollstoff. Das heißt, die Schuhe sind besonders belastbar und versprechen eine hohe Langlebigkeit. Man kann die Schuhe natürlich auch im Alltag tragen, wer diesen Style mag. Ansonsten gibt es sie auch natürlich in anderen Farben. Diese Schuhe sind natürlich nicht ausschließlich für Navy Seals oder Ähnliches geeignet. Man kann sie auch gut beim Kajakfahren, Tauchsport oder bei ähnlichen Aktivitäten nutzen, die eben rund ums Wasser sind. Das Wasser ist so ekelhaft. Bestellen könnt ihr die Schuhe jetzt bald bei Techwerk. Ich poste euch dann einfach mal den Link in die Beschreibung. Na, danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.